Hallo und grüße euch zu einer neuen Folge von Academia School Simulator oder Schulsimulator. Wir sind noch beim Tag 8. Morgen ist es soweit. Wir springen mal ein bisschen vor. Morgen finden Prüfungen dann statt. Die Abschlussprüfungen für das Schuljahr. Ich bin sehr gespannt. Die letzten Vorbereitungen laufen schon. Ich bin mir felsenfest sicher, dass da mal ordentlich gebüffelt wird hier. Ja, die Kantine 186, das wollte ich sehen. Also die Kantine macht ein bisschen... Es würde mir schon reichen, wenn wir von der Kantine so viel... Warum? Es hat's doch. Naja. Was ich sagen wollte, es würde mir schon reichen, wenn wir bei der Kantine so viel verdienen, dass wir wenigstens die Arbeiterkosten abdecken. Aber wir haben 400, das reicht noch nicht. Es braucht ein bisschen mehr. Vielleicht dann im nächsten Schuljahr. In der letzten Folge hatte ich es ja schon angedroht, dass ich dann im neuen Schuljahr hier die Klassenräume nochmal bauen werde. Hier so. Damit wir mehr Schüler aufnehmen können, in der Hoffnung, dass wir dann auch mehr Geld verdienen und auch mal ein Plus haben. Weil wir sind hier ordentlich, wir machen ordentlich miese, das ist natürlich nicht so schön. Wir könnten theoretisch auch einfach hier noch ein paar Bänke hinstellen und so, ich glaube, das machen wir auch. Ich wollte eigentlich eine Schulbank. Ach, Unterrichtsstuhl heißt das. Ich denke mal, wir erweitern das hier so. So dass hier mehr Schüler Platz haben. So. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 22, 24 sogar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 22, 25. Und hier sollte es eigentlich ähnlich sein. Ja, genau. Das heißt, wir können dann mehr Schüler aufnehmen im neuen Schuljahr, müssten aber dann wohl hier auch erweitern. Das heißt, wir werden uns definitiv vergrößern müssen, egal wie. Ich bin sehr gespannt. So. Der letzte Schultag ist angebrochen. Ich habe gerade einen Schrecken gekriegt. Eine Schule hat kein Geld, mir hat zum Glück die Regierung den Kredit von 10.000 gewährt. Jetzt habe ich mich aber... Ich hatte doch noch Geld gehabt. Oder? Oje, oje. Ich zähl das. Du nimmst dich wieder, sehr schön. Du bist ja eigentlich relativ gut. Warum bist du dann so eine kleine Giftnudel?
Ich verstehe es nicht. So. In der Hoffnung, dass wir dann wirklich nächstes Schuljahr, wie ich das habe ich gleich schon tausendmal jetzt gesagt, Plus machen auch mal. Wir müssen aber die Bibliothek erweitern und die Computerraum erweitern, dann können wir hier so ein bisschen erweitern noch. Das Abfall könnten wir auch woanders hin machen, dann könnten wir die Bibliothek hier so lang erweitern. So, ich werde jetzt nichts bauen. Ich möchte jetzt einfach das Schuljahr, den letzten Schultag, den möchte ich jetzt einfach abwarten. Stellen wir sich mal vor, das ganze Ding wäre hier voll. Ach du Heilige. Aber wir könnten das Geld nutzen. Ne, bauen will ich nichts. Ich würde gerne forschen. Jetzt wollen wir das Geld haben. Frage ist nur, wir nehmen mal Schuloptik. Man kann immer nur eins forschen. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht im Nachhinein, also gleich noch ein zweites festlegen kann, was gleich danach geforscht wird. Das geht aber nicht. Und wieder wurde ein Raucher entdeckt. Ja, ein Raucher wurde entdeckt, aber er wurde nicht zum Schulleiter gebracht. Okay. Ich bin wirklich sehr die letzte Stunde. Stopp. Heißt das, ich habe jetzt nichts Neues? So. Ein Zauntor, okay. Wir könnten schon mal einen Zaun bauen. Das würde mir sogar gefallen. Weil ich würde das hier nämlich gerne einzäunen. 100. Oh, 2000 kostet das. Nee. Maschendrahtzaun. Buchzaun, Schickerzaun, Holzzaun. Dann müssten wir nochmal forschen. Wo war es denn? Hier war es doch. Ich will. Okay. Verwende online ein Stellenanzeigen, um günstigere Lehrer zu finden. Senkt den Preis um 50%. Oh. Das machen wir doch. Lehrer werden für größere Klassen ausgebildet und erhalten einen Lehrbonus von 5. Okay. Kostet aber auch 10.000. Hier, unsere beiden Problemkinder, die Rosemarie und die Griselda. Also, die sind bei euch beide. Obwohl, hier, die Rosemarie ist. Top.
Also die wird, behaupte ich, mit einer der besten Schülerinnen werden. Und sie genauso. Sind beide ziemlich, wie sei es, aufmüpfig, aber haben Top-Schulleistungen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Brauchen dann, wie gesagt, die Lehrer. Bin sehr gespannt. So, um 7 ist Feierabend. Dann kommen die Prüfungen, Abschlussprüfungen. So, jetzt. Es bleibt spannend. Und wir haben unseren Schulrang schon mal verbessert. Sehr schön. In der letzten Schuljahr waren wir auf 800 noch was. Jetzt sind wir schon Platz 678. Sehr schön. Die konkurrierende Schule, das wissen wir. Letztes Jahr waren wir Platz 866. Diesmal sind wir 678 und wir haben 162 interessierte Schüler. Uiuiui. Und wir haben ein B+. Schön. Ja, wir haben einige, die nicht geschafft. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ich schau mal so. Das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Im ersten Schuljahr haben wir Stand 9, gescheitert in 6. Das ist natürlich nicht so schön, aber schaut mal hier. Schuljahr 2, 3 und 4 haben alle bestanden. Einfach alle. Das ist richtig, richtig toll. Warum jetzt aber hier so viele hängen geblieben sind? Keine Ahnung, aber hier hat jeder. Oh, hier. Wahnsinn. Die Kirsti. Also die können wir mit gutem Gewissen aufs College schicken. Also die ist perfekt ausgebildet bei uns gewesen. Hier auch. Einzige. Oh, hier. Oi, 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 der Levi. Sport ist ein bisschen was so zweitrangig. Irgendwie es behandelt wurde. Aber ich bin wahnsinnig zufrieden. Die Jeanette. Aber hier da oben. Ne, wo war? Der Levi hier. Also ich glaube, ich würde fast behaupten, er war da. Obwohl. Nein, sie. Die Kirsti. Die Kirsti ist. Behaupte ich jetzt einfach mal die Absolventin des Jahres. Die haben ja auch so eine Medaille, oder was ist das? Ist das für so ein Anhänger? Sieht aus, als wäre so ein Anhänger. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich freue mich extrem. Wir haben wirklich ein A bekommen, für den Rest alles B. Sehr schön. Das Einzige ist, wie gesagt, dass wir hier ausgefallen, ausgefallen, auch. Warum? Du bist in Sport gescheitert und deswegen ausgefallen. Hat dich gefallen. Das ist aber schade. Kann man die nicht irgendwie. Ich würde ihn gerne einfach trotzdem drüber nehmen, weil hier schaut mal: Sprache, Geschichte, Kunst, Mathe. Wissenschaft, alles super. Stehe ich nicht, warum da? Warum man ihn da durchfallen lässt?
Schade. Er hat einen Prozentsatz von 83. Und trotzdem. Schade. Da würde ich gerne wollen, dass man dann selber entscheidet, okay, er darf trotzdem rüber. Ins nächste Schuljahr. So, Bauphase. Du befindest dich in der Bauphase. Und wir dürfen jetzt wieder in Ruhe bauen. Jetzt kriegen wir auch wieder einige Belohnungen hier. Okay. Das bedeutet nämlich auch, wir können jetzt erstmal in Ruhe bauen. Kredit. Wir werden jetzt den Kredit hier... Nee, stopp. Ach. Wir können den Kredit gar nicht zurückbezahlen. Und wir können auch keinen neuen aufnehmen jetzt. Frage ist jetzt, schaffen wir das finanziell? Wie gesagt, wir brauchen eine größere Kantine und nochmal die 4 Zimmer hier. Und wir können keinen neuen Kredit aufnehmen. Wir würden eine Zuschussung von 11.000 kriegen. So viele hätten wir noch. Ich würde sie gerne alle nehmen wollen. Dazu fehlt uns aber das hier. Bauen es erstmal. Das würde bedeuten, wir müssen den Gemeinschaftsraum, der ein bisschen arg dreckig ist, umbauen. Das heißt, wir reißen erstmal hier ab. Kann ich alles abreißen? Ja. Das hier auch. Dann Böden. Was haben wir denn hier so für Wände überhaupt? Eieiei. Die bleiben bei unserer Ziegelsteinwand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 2, 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist Nummer 6, genau. Das hier kommt auch weg.
So. Dann brauchen wir wieder hier. Eins. Wir bauen mal erstmal so. So, der Baum ist jetzt hier irgendwie im Weg. Deswegen kann ich nicht weiter jetzt planen. Objekt wird das hier. Der muss auch noch weg. Dann kommt nämlich jetzt hier eine neue Wand hin. Oh, das geht ordentlich ins Geld. Wände. Dann werden wir hier. Oh Gott, das Geld wird nicht reichen. 1, 2, 3, 4. Können wir hier zumachen? Böden. Lass noch weiter bauen. Eieieiei, ich sehe echt schwarz. Problem ist nämlich, weil wir können nämlich den Kredit nicht zurückbezahlen. Und einen neuen aufnehmen. Das geht nicht. So, wir können schon mal hier. So, hier machen. Sind auch eigentlich wieder am Ende dieser Folge. Haben aber hier noch jede Menge zu tun. In der Richtung kostet 50. Ach, man kann es auch so machen. Gut zu wissen. Bürotisch.
24. Hier wird es genauso sein. Ach, und die... Ich glaube, wir haben uns jetzt hier ein bisschen übernommen. Wir haben uns hier übernommen. Und ich kann... Ja, die Lehrer wollen ja bestimmt... Wenn ich sie einstelle, auch nochmal Geld haben. Einstellbonus 4000. Problem ist, wir können es uns nicht leisten. Das müssen wir dann irgendwie in der nächsten Folge dann Problem lösen. Wir werden die hier nochmal wegnehmen, damit die Fehlermeldungen aufhören. Wir werden das hier auch. Kann ich das irgendwie noch abbrechen? Geht das nicht anders? Nee. Doch so. Mit der rechten Maustaste. Sehr gut. Dann werden wir aber hier noch die Wand reinsetzen. Hier machen wir erstmal zu. Und wir müssen halt bauen, wenn das Geld da ist. Anders geht's nicht. Wir haben jetzt erstmal so viel, wie wir hier obwohl ja, wir klären das in der nächsten Folge. Anders können wir es jetzt erstmal nicht lösen. Wir machen noch schnell den hier. Geld hat einfach nicht gereicht. Schade. Schade, 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 schade. Hier die Wand rein. Hier, das kommt dann alles später. Wie gesagt, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Wie es hier weitergeht. Aber mal gucken. Wir gucken einfach mal. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Und bis dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich gucke, oh, halbe Stunde schon fast. Ja, 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 ja. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst euch gut gehen, macht das Beste aus eurer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.